Hallo liebe Freunde der ungepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Eraser und herzlich willkommen zu einem weiteren Video LS22 aus dem KFL, dem Kreisbetrieb Landtechnik. Und jetzt gehen wir schon zur Königsklasse über, denn jetzt schauen wir uns den Testrunner an. Wir nehmen quasi unseren momentan fehlerfreien Mod Loudlock, kopieren ihn und wir haben uns ja schon mal den Testrunner runtergeladen. Bei mir liegt er jetzt einfach auf dem Desktop, weil ich noch einen anderen Ordner habe, wo ich normal meine ganzen Sachen verwalte. Das ist jetzt nur für die Videos. Und da kopieren wir uns erstmal den Ordner rein. Wir haben keine Zips weiter drin. Also erstmal er sauber aus. Dann macht ihr folgendes, ihr nehmt den Ordner, greift den einfach mit der Maustaste, zieht ihn hier rauf. Von Zauberhand geht ein Fenster auf. Das dauert einen Moment, je nach Modgröße, je nach MB-Zahl, je nach Anzahl der Dateien, geht dieses Programm jetzt alles durch. Die Anwendung braucht einen Moment und öffnet dann ein Browserfenster. Das ist jetzt bei mir im Hintergrund aufgegangen, bei euch nicht sichtbar. Wenn hier unten drücken Sie eine beliebige Taste steht, können wir eine beliebige Taste drücken und dann ist er durch. Das sieht jetzt erstmal im ersten Moment ziemlich katastrophal aus. Lasst euch davon nicht abschrecken. Wir machen alles ganz langsam durch und alles schön der Reihe nach. Denn der hat eine ganze Menge, was er versucht zu machen, was er versucht zu finden, was er eigentlich nicht mehr braucht. Denn ihr seht schon hier die I3Ds, die zwischendurch irgendwo rumliegen. Da findet er Pfade nicht mehr. Aber diese I3Ds, die braucht er auch nicht mehr. Also wir können hier nochmal 19 MB einsparen, wenn wir alle Sachen rausnehmen, und da möchte ich auch anfangen, dass wir erstmal die unnötigen Dateien rauslöschen. Ihr wisst, ihr habt im Mods-Ordner noch ein Backup, das ist total super und das bleibt auch dort. Wir spielen jetzt nur im Testrunner-Ordner rum und suchen uns die jeweiligen Dateien und entmüllen quasi erstmal. So, bei Ballen braucht er zum Beispiel Balegrass 100 auch nicht. Ballen, Balegrass 100. Da wahrscheinlich auch die Diffuse dafür auch nicht brauchen. Aber wir machen alles schön der Reihe nach. Sloma i3D braucht er auch nicht. Immer mit den Shapes dazu löschen, weil die Shapes sind dann sowieso unnötig, wenn ihr die I3D löscht. Bale Straw 100 brauche ich. Auch raus. Bale Hay. Genommen brauche ich fast alle von den I3Ds. Der hier so drin hat, einfach mal nicht. Jetzt haben wir schon die erste Aufräumarbeit geleistet und können weitermachen. Die 3Ds sind erstmal alle weg. Jetzt haben wir im Shared-Ordner noch Dateien. Gleich mal alle nehmen. Da fangen wir an mit der Default Metal Specular. Default Plastic Specular, Default Cube. Also Default Plastic Cube. Dann haben wir Fuse, Dirt Normal, Rough Cube. Normal haben wir auch noch, die können wir auch rauslöschen. So, dann haben wir hier noch im AO-Ordner ein paar Dateien. Fuse, Specular von K. 442 und von der PTO die Normal.
Sollten wir das erstmal soweit haben, dann machen wir es uns ganz einfach. Den mal zu. Weil das wird wahrscheinlich immer wieder kommen, dass wir das Tool immer wieder und immer wieder neu starten, weil wir reduzieren ja Fehler. Und irgendwann verliert man bei solchen Fehlern oder bei solcher Anzahl einfach den Überblick. Und das wollen wir ja eben nicht. So, jetzt haben wir immer noch ganzen Diffuse-Dateien, die PTO-Specular. Also können wir den Bales-Ordner quasi leer räumen. No? Da wir den komplett nicht brauchen, löschen wir den raus. Dann haben PTO Specular. Obsolete Source Files. Mhm. Wir haben noch PNG-Dateien. Müssten wir umschreiben. Scrollen wir mal ein bisschen rum. Nee, falsch rum. STRG und das Scrollrad. Taucht irgendwann eine Liste auf. Hier. Genau. PaintNet-Dateien. Ist auch ein wichtiger Hinweis. PaintNet werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Also ich schreibe euch da noch einen Link in die Videobeschreibung für das Programm Paint.net. Das ist eigentlich eins der wichtigsten für den Testrunner, zumindest wenn man Texturen begradigen will und Fehler beheben will. So, jetzt haben wir hier, wie gesagt, die PNG. Sagt da hier, braucht man nicht mehr, weil gibt es ja eine DDS-Datei dazu. Die ist da drüber, also machen wir die weg. Dann haben wir noch bei Store 11 PNG. Ja, das mit dem Scrollen ist manchmal ein bisschen nervig bei Windows, aber das ist nicht schlimm. So, ja, PNG-Datei. Schon mal auch weg. Dann sollten wir wieder ein bisschen was geschafft haben. Zuweilen ein bisschen umständlich, dass man den Testrunner immer wieder starten muss oder sollte. Aber ich bin da der Meinung, lieber einmal mehr starten, als was weglöschen, was wir später vielleicht noch brauchen wollen. Wir haben zwar ein Backup, das empfehle ich euch immer, immer ein Backup machen, aber ihr kommt durcheinander. Selbst ich komme durcheinander, wenn ich hier am Tag 2, 3, 4 Mods mache. Ja, jetzt haben wir hier noch irgendwas. Wir haben noch einen Baylor-Sound und davon haben wir eine Wave-Datei und eine OGG. So, die Wave-Datei können wir auch löschen. Wir brauchen nur die OGG. Dann haben wir erstmal noch einen Texturfehler. Ja. Das sind so Auflösungssachen. Ich denke mal, das kriegen wir auch noch hin. Und dann machen wir uns an die Texturen. Wir haben erstmal die nicht passt. Und dann nehmen wir uns gleich mal die Textur vor. Ah, hier. Und passen die Bildgröße an. Ich würde vorschlagen, wir nehmen 512 mal 512. Sollte passen. Speichern unter. Wir haben einen Alpha-Kanal, also DXT5. Wir lassen Apps generieren. Speichern ab. Lass mal wieder vor. Wird das gemacht. Store-Icon EDS sollte 256 sein, ist aber gerade 512. So. Icon Größe ändern
256 zu 256. Und glaube, bei den Store-Icons und Brand-Icons braucht man keine Mipmaps generieren. Ich mache es jetzt einfach mal rein. Wir werden ja sehen, ob er uns einen Fehler wirft. Dann gehen wir weiter. Oh. Icon unterstrich Modname. Das werden wir auch gleich noch machen. Icon unterstrich K42. 2. Ohne die Klammer müssen wir das natürlich anpassen. Und zwar in der Moddesk. Er sollte suchen, genau. Ich kann File nehmen. 442. Speichern. Anderes, das ist auch in Ordnung. Machen. Dann schauen wir weiter. Der hat hier verschiedene Dateien, die falsch formatiert sind. Ach. Hm? Da haben wir es wieder. S22 Standard ist das blaue Icon mit DXD1. Das können wir dann auch nochmal über das Tool erstellen. Das sind dann aber wirklich so die Feinschliff-Sachen. Nicht unbedingt. Wir brauchen erstmal die Wheels und dann eine Normal. Das ist die hier. Wir können die dann am Ende des Tages auch noch auf Größe überprüfen. Aber mal sein. So, dann DXT1. Wir lassen wieder Mipmaps generieren für den 3D-Effekt. Machen das wieder zu. Er hat auch ein falsches Format gehabt. Okay. Dann brauchen wir Mipmaps. Das ist die UI. Scroll Specular. Im AO-Ordner. DXT1. Mipmaps generieren. Im Grunde genommen ist es das im Testrunner, ne? Ihr macht immer wieder dasselbe. Textures, Specular, abspeichern. Der Testrunner sagt euch genau, was er von euch haben will, wie er es haben will, in welchem Format. Da haben wir noch Normal bei Wheels drin. Ganz schön verzerrt. Aber das soll uns ja erstmal nicht interessieren, sie soll funktionieren. Habt auf jeden Fall eine schöne Abendbeschäftigung. Könnt ihr den Umgang mit Paint.net schön lernen. Wir haben ein bisschen was gemacht. Gehen wieder zu und schieben den Mod nochmal in den Testrunner. Und dann haben wir nur noch das Brand DDS. Ja. Nochmal schauen. Genau. 256 zu 128 ist es. Und 512 zu 256 muss es sein. Größe ändern. 12 zu 256. Speichern unter Alpha-Kanal, also 5. Hier brauchen wir keine Mipmaps.
Und dann sollten wir soweit durch sein. Die multiplen Materialien, das müsste man sich dann genauer anschauen, weil da ist wahrscheinlich auch ein Teil Blender mit dabei, dass man die einzelnen Sachen rauszieht, im Blender dann zerschneidet und dann wieder reinmacht. Aber das würde ich mir im 22er noch verkneifen, weil wir im 25er ein Multimaterialsystem kriegen, also fällt wahrscheinlich diese ganze Geschichte hier weg und muss eh anders gemacht werden. Ansonsten, bis auf das Mod-Icon, sind wir dann durch. Ich werde es trotzdem nochmal durchlaufen lassen. Denn er hat unten noch Shader-Parameter, der anmeckert. Das kann aber auch manchmal an Positionierung von Gegenständen liegen. Wenn zum Beispiel bei Fahrzeugen der Spiegel nicht außerhalb vom ersten Modellslot ist, dann meckert er das auch an. Aber hier wird es wahrscheinlich eher sein, dass Konfigurationen nicht die richtigen Dateien dazu sind. Da müsste man jetzt raussuchen, was er von uns will. Er sucht den Vehicle Shader. Da ist irgendwo Alpha Blending eingestellt. Mal gucken. 1.00.17.0. Machen wir einfach noch. Dann sind wir durch. Haben wir den Mod quasi gemacht. Das Schöne ist, wir haben im neuen JS Editor eine Suchfunktion. Und da haben wir eine Folie drauf. Falschen Haken. Denn der Haken oder beziehungsweise das braucht eigentlich kein Alpha Blending. Schauen, was er jetzt zeigt. Der Testrunner ist noch nicht ausgereift. Es kann auch immer wieder dazu kommen, dass er in einem Moment fehlerfrei ist und dann lädt er wieder was anderes rein über verschiedene Shader-Parameter und dann zeigt er einen anderen Fehler an. Das habe ich auch schon gehabt. Ihr seht. Das war vorher gerade alles noch nicht da. Also hier unten würde ich alles mit Vorsicht behandeln. Hier fehlt zum Beispiel eine Emissive Map. Und da müsste man die ganzen Nodes jetzt überprüfen. Aber als Uncaged Material ist das jetzt nicht so wichtig. Funktion ist da. Das Mod-Icon ist jetzt auch nicht so wichtig. Man müsste sich das Mod-Icon quasi runterladen von Giants von der Seite und kann dann quasi das verändern. Oder ihr macht es einfach auf DXD1, dann seid ihr auch durch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Und wie gesagt, sendet doch einfach einen Mod zu. Und wir machen das ganze Spiel nochmal. Und ich bin erstmal raus, euer Hellraiser.